Hi, willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute ein altes Kraftfutterwerk an. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Bis gleich. So. Hier haben wir den Eingang. Gut runtergerockt, die Bude hier. Heute war ein guter Tag. Today was a good day. Until we came. Bis wir kamen. Wow. Schön. Mal hier. Ich finde so alte Fenster, die haben irgendwie was. Lieferscheine, Angstschein. Was hat D-Mark denn hier verkauft? 2x50 Kilo Weizen. Lieferschein. Was haben wir denn hier? Pferdefutter, Hafer. Soll ja auch ein Futtermischwerk sein, also muss es da so Sachen auch geben. Hier haben wir eine schöne Treppe. Wir gehen hier mal hoch. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Oh. Oh. Hier hat es wohl mal gebrannt. Tja. Von vielen Lost Places. Das Problem. Hier hat es dann wohl mal gebrannt. Und hier endet unsere Reise für dieses Stockwerk. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Da gehen wir nicht mal weiter. Das sieht hier echt nicht mal so gut aus. Auch die Treppe da vorne. Die hängt dann nur noch an diesem einen Ding. Also. Erstmal hier raus. Wenn ihr das dann alles auf YouTube sehen könnt, dann haben wir das sogar hier überlebt. Kleiner Spaß, ihr guckt hier schon, ne? Ah, mittendrin statt nur dabei. Und dann geht die Sicherheit vor. Mal hier. Und da geht er weiter, 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 weiter. Ganz da hoch. Interessant. Genau, da gehen wir jetzt mal rein. Da geht's hoch. Dann schauen wir doch mal, was uns da oben so erwarten. Es war bestimmt so eine Art Getreidesilo, was hier dazwischen hing. Hier. Haben wir hier noch was Interessantes gefunden. Biohazard Exploring Zone. Die ist noch überall, die Jungs. Oder? Ja, da geht's ganz schön runter. Hier standen wohl mal diese Silos dazwischen. Die Silos haben sie abgerissen und die Treppenhäuser, die stehen halt noch da. Da drüben haben wir auch sowas. Das ist so eine Tür.
Also die sollte man besser nicht aufreißen und da reinstürmen. Nee. Ist nicht so gut. Wir können das auch immer nur wieder sagen, macht die Scheiße nicht nach. Und wenn ihr meint, ihr wollt es machen, dann seid vorsichtig. Da oben standen wir eben. Und hier in diesem ganzen Ding standen die ganzen Silos. Hier unten, das. Da konnte man wohl noch ein Fahrzeug reinfahren oder was, um sich sein Futtermittel zu holen. Ja, alles abgerissen. Hier habt ihr noch abgebrannt diese alten Fundamentträger. Ich gehe mal davon aus, diese Silos. Das war alles Metall. Das konnte man noch gut verwerten. Und der Rest bleibt hier stehen. Clever. Das ist übrigens so einer der Gründe, warum man bei Holzdecken extrem vorsichtig sein sollte. Wenn man mal guckt, wie das hier alles runterhängt. So, was haben wir denn hier alles? Oh! Das ist ja interessant. Stahlhalle Fertigwaren-Silo. Könnte mir gut vorstellen, dass die nicht mehr steht. Ja, hier auch wieder eine riesengroße Halle, wo ein Silo drin war. Das haben sie wahrscheinlich auch rausgeschweißt. Zurück ist nur das Gerippe. Ist aber schon erstaunlich, was das hier für eine Größe hat. Watch your step. Oh. Ja. Goldbrand. Also, ich glaube, da haben die sich früher ganz schön mit weggehauen. Na, was man hier so alles findet. Lohnstundennachweis vom Herrn Müller. Ja. Fütterungsanweisung. Wir sind ja hier in einem Futtermischwerk. So, habt ihr auch die volle Pracht seht. Wir sind ja hier in einem Futtermischwerk und die ganzen Sachen, die wir hier finden, das ist ja Wahnsinn, was hier immer noch so rumliegt. Aus so alten Zeiten. Wenn man so überlegt, die DDR, die ist jetzt ja, fast 30 Jahre her. Und immer noch finden sich diese ganzen Hinterlassenschaften. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch so geht. Also hier, vorhin habe ich es ja, oder eben habe ich es noch gesagt, mit diesen ganzen Hinterlassenschaften, was es so gab. Guck da mal hier, Telelotto, ein Kalender von 1975, ein von 1986, Sicherheitszündhölzer, Farbe. Hier vorne noch Bierflaschen, Maracuja-Trunk, was weiß ich. Hier noch Spül- und Reinigungsmittel. Also das ist das, was ich sagen wollte. Ihr habt hier noch viele Hinterlassenschaften. Gut, das ist jetzt von Fotografen, nehme ich mal an, arrangiert.
Wir sind nicht die Einzigen, die sich solche Spots hier angucken. Aber guckt es euch an. Findet sich alles noch hier und irgendjemand hat das zusammengetragen. Oh, was haben wir denn hier? Halberstädter Fleisch- und Wurstwagen. Würstchen aus Halberstadt. EVP 5 Mark. Von hier aus auch schöne Grüße an die Zwillinge, die Wächter des Heiligen Grals in Halberstadt. Jungs, super Job. Ja, hier geht's ja schon wieder so krass hoch, ey. Auch wieder irgendein ausgebautes Silo. Da drüben sieht man wieder die Türen. War alles nicht mehr da. Ah. Ja. Das sind jetzt noch so Silos hier. Die stehen noch. Das liegt aber da dran. Das ist Beton. Da hatte man keine Verwendung für. Und deswegen sind die hier geblieben. Das ist auch so vom Geruch, den man hier so hat. Man riecht halt so dieses typische Kraftfutter, wer schon mal in irgendeinem Kuhstall oder sowas war. So diesen Geruch. Also hier spürt man den schon. Obwohl hier vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahre oder wie lang schon nichts mehr ist. Aber das, der Geruch, der ist noch da. Da irgendwelche Apfelbänder. Hier unten lief dann wohl mal so ein Förderband lang. Und da konnten die wahrscheinlich so verschiedene Futtermischungen zusammenstellen. Das Leben gilt nichts, wo die Freiheit fällt. Ist was Wahres dran? Krasses Ding. Schaltwarte. Mhm. Oh. Ja, das war dann wohl mal hier der Kontrollraum von dem ganzen Ding. Da vorne, ich nehme mal an, das war hier vorne der, ja, das war so eine Kontrolltafel, die war wahrscheinlich so das ganze Werk aufgezeichnet, wie es funktioniert. Jetzt halt ein Graffiti drauf. Mag man sich drüber streiten, ob man es schön findet oder nicht. Aber auf jeden Fall konnte man hier dieses ganze Werk, denke ich mal, steuern. Kältespray. VEB Aerosol. Karl-Marx-Stadt. Hier auch so einiges. Einigen oder anderen Ostalgie-Fan, dem dürfte jetzt das Herz aufgehen. Ja. Und dann. Oh la la.
Ja. Ne? Spaß bei der Arbeit muss sein. So, jetzt haben wir hier was ganz Interessantes. Was sind das für Teile? Ich glaube, das sind so Schläuche oder was, wo man dieses Futtermittel entweder abfüllen konnte oder ich weiß es nicht. Das ist ja hier. Oh, da hat noch einer seinen Koffer vergessen. Was ist denn das? Gratulation. Was ist denn das hier? Und da mal wieder der allgegenwärtige Schnappes. Ach ja, Freunde, die Eifel ist überall. Sieht man das? Nacht der Vulkane in Mendig. 2016. So. Das ist sehr interessant. Ja, nicht schlecht. So, was haben wir denn hier alles Interessantes? Reinuntersuchung. Ja, da hat einer wohl Arthrose gehabt. Ja. Reinfallquelle. Ja. Ja. Behandlungskarte. Bandmull. Hier vorne haben wir noch was. Arterienabbinder, eieiei. Also ich vermute mal hier oben in diesen Räumlichkeiten, da war irgendwie ein Arzt oder Betriebssanitäter oder irgend sowas. Was haben wir denn hier noch? Das sind wieder diese Kardiogramm. Alles Gesundheitskarte für Betriebsangehörige. Ui. Interessant. So, das war's jetzt mit unserem kleinen Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.